angenehmen Abend, zum Beispiel jetzt mit Bettina. Hallo. Ja, vielen Dank, Christian. Was kommt da auf uns zu mit Donald Trump? Das fragt sich die ganze Welt. Wir fragen den Chef des Kanzleramts, Peter Altmaier, wie sich die Bundesregierung auf den neuen US-Präsidenten einstellt. Herzlich willkommen zu Berlin Direkt. Seit 48 Stunden ist Donald Trump im Amt und die haben manchem schon gereicht, jetzt von einer Zeitenwende zu sprechen, vom Ende der Nachkriegsordnung, wie wir sie kennen. Der deutsche Außenminister jedenfalls stellt das heute fest. Und wirklich, schon die ersten 17 Minuten der Präsidentschaft gaben Anlass zu diesem Urteil. Trumps Antrittsrede war eine Kampfansage an die Welt, die Botschaft unmissverständlich: Amerika zuerst. Kein Hinweis auf die globale Verantwortung, auf gemeinsame Werte, die zeitgleich im alten Europa Angela Merkel versucht hochzuhalten. Künftig werden Geschäfte gemacht. Andreas Huppert. Seht her, hier bin ich angetreten, die Welt zu verändern. Make America great again. Amerika soll wieder groß werden und Amerika zuerst. Das ist seine Botschaft, seine Devise, sein Mantra. So hat noch kein Präsident in einer Antrittsrede provoziert wie Donald Trump. Seit Freitag der 45. Präsident der USA. Im Grunde war das eine aggressive Trump-Rede, genau wie aus dem Wahlkampf. Und es war eine, die wirklich so ohne Zögern auf die nationalistischen Töne gesetzt hat, auf diese Form von Robustheit, die man eigentlich in so einer Rede nicht erwartet hat. Der mächtigste Mann der Welt sieht sich als Vollstrecker von Volkeswille, ein Volkstribun. Einer, der der althergebrachten Politikerklasse den Kampf ansagt. Das Parlament als Quasselbude zu bezeichnen oder von Systemparteien zu reden, dann sind sie in der politischen Rhetorik der Konservativen und der Reaktionäre in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der meint es wirklich ernst und ich glaube, wir müssen uns warm anziehen. Wirtschaftlich droht Trump Unternehmen mit Strafzöllen, sollten sie nicht in den USA produzieren. Internationale Handelsabkommen zum Beispiel mit der EU lehnt er ab. Wenn America first ist, dann ist Europe maximal second oder third. Das heißt, Europa muss erwachsen werden. Obwohl die US-Wirtschaft läuft und der Arbeitsmarkt boomt, malt Trump wirtschaftspolitisch den Teufel an die Wand, spricht vom Niedergang und verspricht abertausende Jobs, vor allem für den einfachen Arbeiter in althergebrachten Industriebereichen. Hier Donald Trump als Wirtschaftsführer des Landes Amerika, der das Land wieder great machen wird, der wird wahrscheinlich sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Auch in der Außenpolitik gilt natürlich America first. Trump will den Kampf gegen den Terror verstärken, die US-Militärpräsenz in den Bündnissen aber drastisch reduzieren. Die NATO findet, er braucht es nicht. Wer amerikanischen Schutz will, soll dafür zahlen. Selbst wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sind Kompromisse, sind Möglichkeiten immer dann am besten zu finden, wenn man eben in Respekt miteinander sich austauscht. Die Kanzlerin schlägt versöhnliche Töne an. Jetzt ist vor allem diplomatisches Geschick gefragt. Wie also umgehen mit einem amerikanischen Präsidenten, der so gar nicht berechenbar scheint, der so gar nicht in bislang bekannte Präsidentenmuster passt? So schnell wie möglich hin und ran und an sein Umfeld und am besten an ihn persönlich, um ihn, der ja formbar auch ist, der von vielen Themen keine Ahnung hat und sich auch noch keine Meinung gebildet hat, da jetzt ranzugehen und zu sagen, hier ist unsere Version und ihm versuchen, das Weltbild nahezubringen, in dem wir uns befinden. Seit gut 48 Stunden ist Donald Trump in Amt und Würden. In dieser Zeit hat er die Welt zumindest aufgeschreckt. Wie er sie verändert, wird sich zeigen. Und im Studio begrüße ich den Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Schausen. Herr Altmaier, welche Erkenntnis haben Sie selbst aus der Rede am Freitag, der Antrittsrede Donald Trumps, gezogen? Auch die von Sigmar Gabriel, wir müssen uns warm anziehen. Donald Trump hat das wiederholt in seiner Rede, was er auch im Wahlkampf gesagt hat und womit er diese Wahl gewonnen hat. Das ist für europäische Ohren manchmal etwas ungewöhnlich. Aber entscheidend wird sein, welche Politik er betreibt. Entscheidend wird sein, welche Politik seine Minister betreiben. Da hat es zum Teil auch ganz interessante Akzentsetzungen gegeben. Mhm. Wir haben ein Interesse an guten transatlantischen Beziehungen, aber auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte. Das hat die Kanzlerin auch gegenüber Herrn Trump deutlich gesagt. Und das ist unsere Richtschnur. Aber vorerst heißt also die Strategie abwarten erstmal?
Ja, wir haben deutlich gemacht, dass wir zur Zusammenarbeit bereit sind im Interesse der Menschen in Deutschland, in den USA und in vielen anderen Teilen in der Welt, weil diese Welt nur funktionieren kann, wenn die Mächtigen und die Verantwortlichen zusammenarbeiten. Isolationismus wäre aus deutscher Sicht keine Antwort für unser Land, weil wir unsere Interessen dann am besten vertreten können, wenn wir Freunde, Verbündete und Partner haben. Und das gilt für die Briten, für die Franzosen, für die Italiener und ganz sicherlich auch für unsere amerikanischen Freunde. Die Frage ist nur, wie weit der Wille zur Zusammenarbeit eigentlich da ist. Ist Trump nicht eher mit einer Haltung unterwegs, was könnt ihr mir bieten? Ja, aber wir werden nun einmal sehen müssen, was seine konkreten Positionierungen in der Sache sind. Donald Trump hat im Wahlkampf deutlich gemacht, dass er Freihandelsabkommen nicht besonders schätzt. Das hat er in Deutschland mit den Grünen und den Linken gemein, die ebenfalls gegen TTIP zu Felde gezogen sind. Wir glauben, dass diese Welt dann sicherer und besser ist, wenn wir wirtschaftlich, sicherheitspolitisch in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zusammenarbeiten. Und in dem Punkt hat übrigens Trump ganz deutlich gesagt, er möchte den islamistischen Terrorismus bekämpfen und er möchte zum Frieden in der Ost beitragen. Ich finde, wir sollten ihn hier beim Wort nehmen. Wir haben ja auch den Experten gehört, der sagt, noch ist er möglicherweise formbar, also schnell hinfahren. Allerdings hat jetzt erstmal Theresa May aus Großbritannien eine Einladung bekommen. Wann fährt die Bundeskanzlerin hin, Angela Merkel? Gibt es da Termine? Gab es Telefonate? Womöglich? Über solche Fragen sollte man in der Öffentlichkeit weniger diskutieren, sondern sich auf das vorbereiten. Im Augenblick steht noch nicht einmal fest, wer der nächste amerikanische Botschafter in Deutschland sein wird. Für die Bundeskanzlerin ist das jetzt der dritte amerikanische Präsident nach George W. Bush, nach Barack Obama, jetzt Donald Trump. Und wir haben in allen Fällen die gebotene Vorsicht beachtet. Wir haben sehr genau hingeschaut und dann haben wir die Initiativen ergriffen zur Zusammenarbeit, die im deutschen, europäischen und amerikanischen Interesse richtig sind. Herr Altmaier, bis hierher vielen Dank. Wir wollen noch über ein anderes Thema sprechen. Dass in einer globalisierten Welt alles mit allem zusammenhängt, ist eine Erkenntnis, auf die Donald Trump offenkundig wenig gibt. Auch hier in Europa hat sie nicht gerade Konjunktur im Moment. Das zeigt die Flüchtlingspolitik, in der viele auf Abschottung setzen wollen. Anders der deutsche Entwicklungsminister Gerhard Müller, der diese Woche nicht weniger als einen Marshallplan mit Afrika vorgelegt hat. Der Ansatz, eine moderne Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika, wird am Ende auch die Zahl der Flüchtlinge nach Europa klein halten. Ob es funktioniert, ist unsicher. Die Probleme zeigten sich zuletzt auch im Streit mit Tunesien um die Rückführung von Flüchtlingen. Da tun sich Widersprüche auf, stellt Wolf Schmiese fest. Hierin stecken 3 Jahre Arbeit. Nichts weniger als ein Plan zur Rettung Afrikas. Merkels Minister für Entwicklung ist auf dem Weg in den Ausschuss, um das Vorhaben vorzustellen. Dramatisch schon der Titel: Marshallplan mit Afrika. Groß auch die Forderungen: wirklich fairer und freier Handel, einen eigenen Sitz im Weltsicherheitsrat sowie ein eigens zuständiger EU-Kommissar für Afrika. Der Blick auf Afrika muss sich bei uns in Deutschland, in Europa diametral ändern. Wir müssen in einer ganz neuen Dimension die Zusammenarbeit suchen. Denn investieren wir nicht dort, kommen die Probleme zu uns. Um Fluchtursachen zu bekämpfen, hat die Kanzlerin 2017 zum Afrika-Jahr erkoren und sie hat Afrika als Schwerpunkt ihres G20-Gipfels geplant. Doch dann kam dieser Afrikaner dazwischen. Der Attentäter von Berlin war ein Tunesier, der längst hätte abgeschoben sein sollen. Nach dem Anschlag wurden Konsequenzen gefordert, auch für Merkels Afrika-Politik. Sollten Herkunftsländer bei der Rücknahme ihrer Landsleute nicht spuren, dann müssten sie das künftig zu spüren bekommen. Wer nicht kooperiert, der wird sanktioniert. Da müssen wir, glaube ich, die Schlagzahl gegenüber diesen Staaten deutlich erhöhen. Dies gilt insbesondere auch für die Entwicklungshilfe. Die Regierung in Tunis warnt Deutschland jedoch dringend davor, diese Drohung auch umzusetzen. Tunesien hat seine Revolution geschafft, hat Demokratie und politische Stabilität geschafft. Es ist für uns und unsere europäischen Partner doch von strategischer Bedeutung, dass dieses Modell ein Erfolg bleibt. Nordafrika gilt als Riegel gegen Migration aus den Staaten südlich der Sahara, weshalb Minister Müller Tunesien recht gibt. Diese Zusammenarbeit auszusetzen wäre kontraproduktiv, trifft die Ärmsten,
insbesondere die junge Generation, und würde den Druck auf Migration verstärken. Subsahara ist die ärmste Region der Welt und auf Auswanderer geradezu angewiesen. Denn die schicken jährlich zig Milliarden in ihre Heimatländer, ein Vielfaches dessen, was an staatlicher Entwicklungshilfe aus dem Norden fließt. Immer mehr machen sich auf den Weg, so wie er, der 1974 als einer der ersten von Äthiopien nach Deutschland floh. Die Kürzung von Entwicklungshilfe sei ein berechtigtes Mittel gegen Diktaturen, aber nur, wenn die EU als Ganzes drohen würde. National solche Sachen zu unternehmen, wird wenig bringen, weil dann unsere Potentaten sagen würden, wenn die Bundesrepublik Deutschland uns diese Gelder nicht gibt, dann gehe ich halt zu einem anderen europäischen Land. Entwicklungshilfe ist Außenpolitik. Das sagen sie auch bei der Agentur SEEK. Sie berät die namhaften großen Entwicklungshelfer. Doch im Falle Nordafrikas sei Kürzung eine leere Drohung. In dem Fall, wo Deutschland aber einseitig jetzt Unterstützung aufkündigt, ist die Chance darauf, dass Deutschland sein Ziel erreicht, was es ja ist, dass diese etwaigen potenziellen Gewalttäter zurückgenommen würden, die Kooperation steigt, die Chance darauf geht einfach zurück. Im Kabinett Merkel scheint also ausgerechnet im Afrika-Jahr die Entwicklungshilfe nicht mehr so recht ins deutsche Sicherheitskonzept zu passen. Fragen wir nach. Entwicklungshilfe als Sanktionsmittel, das hat in der Tat mit dem Ansatz des Marshallplans nicht viel zu tun, wird aber dennoch von der Bundesregierung öffentlich angekündigt. Sie müssen die Dinge ja koordinieren im Kanzleramt. Passiert das nun oder passiert es nicht? Was gilt? Wir haben es in Afrika mit sehr vielen Ländern zu tun und jedes Land ist eigenspezifisch und besonders. Unser Ziel besteht darin, dass wir diejenigen Menschen, die keinen Schutzanspruch haben, auch zurückführen in die Länder, aus denen sie gekommen sind. Insbesondere dann, wenn sie in Deutschland straffällig geworden sind. Um das zu erreichen, müssen oftmals schwere Hürden überwunden werden. Wir sind im letzten Jahr viel besser geworden, als wir waren. Aber es gibt auch Fälle, wo die Verfahren nach wie vor zu lange dauern. Und die wollen wir beschleunigen. Das wollen wir tun durch ein Bündel an Maßnahmen, vor allen Dingen im Bereich der Zusammenarbeit. Und wir haben dort große Fortschritte erreicht. Das, was Thomas de Maizière und Heiko Maas zum Ausdruck gebracht haben, war allerdings, wenn es mit allen positiven Hilfsangeboten nicht möglich ist und nicht funktioniert, dann muss man natürlich alle Instrumente betrachten, die in Frage kommen. Aber der Ansatz ist, Afrika zu helfen und die Fluchtursachen dadurch zu bekämpfen, dass man diesen Ländern bei ihrer Entwicklung hilft. Dann war das nicht nur eine Beruhigungspille für die Bevölkerung, weil es auch gut klingt, aber dann eigentlich gar nicht passiert? Nein, es war ein selbstverständlicher Anspruch der mit der Sicherheit dieses Landes befassten Minister. Und umgekehrt hat Gerd Müller recht, wenn er sagt, wir dürfen nicht nur ein Thema im Auge haben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass der afrikanische Kontinent eine Entwicklungsperspektive hat und dass die vielen jungen Menschen, die dort geboren wurden und immer noch geboren werden, dass die eine Möglichkeit haben, ihr Leben aus eigener Kraft zu gestalten. Beides gehört zusammen. Noch mal einmal zur Klärung die Frage, muss Tunesien damit rechnen, dass Entwicklungshilfe gekürzt wird oder nicht? Im Fall Amri hat die Zusammenarbeit ja am Ende funktioniert. Sie hätte nur schneller vielleicht funktionieren können. Und deshalb setzen wir darauf, dass wir auch mit Tunesien, mit Algerien, mit Marokko diese Fragen einvernehmlich lösen. Und das bedeutet im Übrigen, dass es auch gut wäre, wenn in Deutschland selbst einmal eine politische Mehrheit im Deutschen Bundesrat diese Länder als sichere Herkunftsländer einstufen würde. Dann würden wir auch diesen drei Ländern helfen. Ein Hinweis an die Grünen zum Schluss noch. Einmal globaler gesehen, Herr Altmaier, wenn man sich die Flüchtlingspolitik in Europa anguckt, dann ist sie wirklich ein Beispiel dafür, dass Europa nicht zusammenarbeitet. Glauben Sie, dass mit dem US-Präsidenten Trump da jetzt eher noch sozusagen tiefer der Keil hineingetragen wird in die zerstrittenen europäischen Länder? Ich glaube, dass Europa aufgrund seiner Werte zusammengearbeitet hat, aber nicht so intensiv und nicht so schnell, wie es notwendig gewesen wäre. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Asylsystem, an dem Schutz der Außengrenzen. Und eines ist richtig. Wenn wir mit einer neuen Administration in Washington auf Augenhöhe verhandeln wollen, dann muss Europa dies aus eigener Stärke tun. Und deshalb müssen wir überall dort, wo wir Defizite haben, in den nächsten Monaten besser werden. Und das ist nicht nur besser, schneller als später. Die Flüchtlingspolitik. Danke für den Besuch im Studio. Danke. Vielen Dank, Peter Altmaier. Beseelt vom Vorbild Donald Trump und seinem nationalistischen Pathos zeigten sich gestern in Koblenz die Anführer der zumeist rechtspopulistischen Parteien im Europaparlament, darunter AfD-Chefin Frauke Petry. Eine Art Wahlkampfauftakt sollte es werden für die anstehenden Wahlen in Holland, Frankreich und in Deutschland. Ein symbolträchtiger Schulterschluss der Anti-Europäer
politische Differenzen im Detail. Egal. Das allerdings passt den anderen in der AfD-Führungsspitze nicht und schon gar nicht der demonstrative Anspruch von Frau Petri, in der Partei die Nummer eins zu sein. Der Kampf um Kurs und Köpfe ist neu entbrannt, berichtet David Geppert. Es ist eine Art Internationale der Nationalisten und Antieuropäer, die die AfD-Chefin Petri feierlich in ihren Schoß aufnimmt, minutiös inszeniert. Der Eingang in die Halle ist für gewisse Medien tabu, auch das kalkuliert, aber dazu später. AfD-TV überträgt derweil live im Internet. Am Anfang, meine Damen und Herren, haben die EU-Kommissare nur die Krümmung der Gurken normiert. Und am Ende würden sie gern unsere Gedanken normieren, aber nicht mit uns. 2017, bin ich sicher, wird das Jahr sein, in dem die Völker des europäischen Festlands erwachen. Wenn wir nichts tun, hören wir auf zu existieren. Gemeinsamer Wahlkampfauftakt, schöne Bilder. Petri sendet ein Signal in ihre Partei. Seht, ich bin auf Augenhöhe mit Marine Le Pen. Ich bin die AfD. Doch während sie den Schulterschluss in Koblenz zelebriert, unterstützt der nicht anwesende Co-Vorsitzende demonstrativ Le Pens konservativen Gegner im französischen Präsidentschaftsrennen. Wir sind eine Partei der Marktwirtschaft und sind nicht protektionistisch. Und da steht Fillon auch, Le Pen für meine Begriffe nicht. Der Front National sei im Kern sozialistisch. Petris Ranschmeißer an Le Pen gefährde das inhaltliche Profil. Wie viel Sozialstaat für die kleinen Leute, wie viel Neoliberalismus will die AfD? Ein Thema mit Sprengkraft, so heißt es in einem internen Strategiepapier. Oberstes Ziel ist, im Wahljahr 2017 mit Themen zu werben, die innerhalb der AfD-Wählerschaft nicht zur Spaltung führen. Bei für die AfD bislang für Wahlerfolge nicht erforderlichen Themen, das gilt insbesondere für die Wirtschafts- und Sozialpolitik, muss sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass sich die Anhängerschaft nicht auseinanderdividiert. Für Streit sorgt diese Woche auch ein ganz anderes Thema, die Rede von Thüringens Landeschef. Der spricht vom Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande im Herzen der Hauptstadt. Wie viel völkischen Nationalismus, wie viel Geschichtsklittung, wie viel Höcke duldet die AfD? Er hat nicht von einem schändlichen Mahnmal gesprochen, sondern von einem Mahnmal unserer Schande. Und von daher ist es nicht doppeldeutig, es ist völlig eindeutig. Insofern kann ich überhaupt nicht finden, dass er irgendeinen Fehler gemacht hat. Viele Sachen kann man unter dem Dach der AfD vereinen, ganz bestimmt eine ganz große Breite. Aber es gibt einige Dinge, die eben nicht zur AfD gehören. Und dazu zählt diese Rede insgesamt betrachtet. Auch sie kritisiert Höcke, doch während Petri sich als rechtsstaatliches Gewissen der Partei gibt, macht sie Abstriche beim Thema Pressefreiheit, die in Koblenz recht ungewöhnlich interpretiert wird. Keine Fotos. Ausladung auf Twitter. Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen, der FAZ, des Spiegels und des Handelsblatts etwa, wird teilweise der Zugang zum Saal verweigert. Konsequenz mit einigen Kollegen von Zeitungen wie zum Beispiel dem Spiegel oder auch einzelnen Kollegen der FAZ nicht mehr zu sprechen, sind Erfahrungen aus sehr schlechten Begegnungen, die meistens damit enden, dass die AfD auch ungerechtfertigt in der Öffentlichkeit steht. Ich halte es für unklug, weil es doch letztlich darum auch geht, ein vernünftiges Verhältnis mit den Medien aufzubauen. Dass kritisch berichtet werden muss und soll, ist außer Frage. Chaostage in der AfD. Während Petri mit Wilders, Le Pen und Co. Geschlossenheit inszeniert, streitet die Partei intern um Positionen, Personalien und die Einstellung zur Pressefreiheit. Und zum Schluss noch diese Meldung der Woche. Der Flughafen BER wird auch in diesem Jahr nicht eröffnet. Die Kanzlerin aus Berlin sieht's wie immer gelassen und zieht zu Besuch in Köln den Vergleich mit einem Gebäude, dessen Bau am Ende 632 Jahre dauerte. Berlin-Direktor, tschüss. Ich bin seit Anfang der 90er Jahre, damals war ich in Bonn, daran gewöhnt, dass der Kölner Ring nie fertig ist. Das ist vielleicht das Gleiche wie mit dem Kölner Dom, aber nichtsdestotrotz könnte er fertiger sein, als er fertig ist. Und das. Trump, seit Freitag der 45. Präsident der USA. Im Grunde war das eine aggressive Trump-Rede, genau wie aus dem Wahlkampf. Und es war eine, die wirklich so ohne Zögern auf die nationalistischen Töne gesetzt hat, auf diese Form von Robustheit, die man eigentlich in so einer Rede nicht erwartet hat.
Der mächtigste Mann der Welt sieht sich als Vollstrecker von Volkeswille, ein Volkstribun. Einer, der der althergebrachten Politikerklasse den Kampf ansagt. Das Parlament als Quasselbude zu bezeichnen oder von Systemparteien zu reden, dann sind sie in der politischen Rhetorik der Konservativen und der Reaktionäre in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der meint es wirklich ernst und ich glaube, wir müssen uns warm anziehen. Wirtschaftlich droht Trump Unternehmen mit Strafzöllen, sollten sie nicht in den USA produzieren. Internationale Handelsabkommen, zum Beispiel mit der EU, lehnt er ab. Wenn America first ist, dann ist Europe maximal second oder third. Das heißt, Europa muss erwachsen werden. Obwohl die US-Wirtschaft läuft und der Arbeitsmarkt boomt, malt Trump wirtschaftspolitisch den Teufel an die Wand, spricht vom Niedergang und verspricht abertausende Jobs, vor allem für den einfachen Arbeiter in althergebrachten Industriebereichen. Hier Donald Trump als Wirtschaftsführer des Landes Amerika, der das Land wieder great machen wird, der wird wahrscheinlich sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Auch in der Außenpolitik gilt natürlich America first. Trump will den Kampf gegen den Terror verstärken, die US-Militärpräsenz in den Bündnissen aber drastisch reduzieren. Die NATO findet, er braucht es nicht. Wer amerikanischen Schutz will, soll dafür zahlen. Selbst wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sind Kompromisse, sind Möglichkeiten immer dann am besten zu finden, wenn man eben in Respekt miteinander sich austauscht. Die Kanzlerin schlägt versöhnliche Töne an. Jetzt ist vor allem diplomatisches Geschick gefragt. Wie also umgehen mit einem amerikanischen Präsidenten, der so gar nicht berechenbar scheint, der so gar nicht im bislang Bekannte. Diesem Urteil. Trumps Antrittsrede war eine Kampfansage an die Welt. Die Botschaft unmissverständlich, Amerika zuerst. Kein Hinweis auf die globale Verantwortung, auf gemeinsame Werte, die zeitgleich im alten Europa Angela Merkel versucht hochzuhalten. Künftig werden Geschäfte gemacht. Andreas Huppert. Seht her, hier bin ich angetreten, die Welt zu verändern. Make America great again. Amerika soll wieder groß werden und Amerika zuerst. Das ist seine Botschaft, seine Devise, sein Mantra. So hat noch kein Präsident in einer Antrittsrede provoziert wie Donald Trump. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, zum Beispiel jetzt mit Bettina. Hallo. Ja, vielen Dank, Christian. Was kommt da auf uns zu mit Donald Trump? Das fragt sich die ganze Welt. Wir fragen den Chef des Kanzleramts, Peter Altmaier, wie sich die Bundesregierung auf den neuen US-Präsidenten einstellt. Herzlich willkommen zu Berlin Direkt. Seit 48 Stunden ist Donald Trump im Amt und die haben manchem schon gereicht, jetzt von einer Zeitenwende zu sprechen, vom Ende der Nachkriegsordnung, wie wir sie kennen. Der deutsche Außenminister jedenfalls stellt das heute fest. Und wirklich, schon die ersten 17 Minuten der Präsidentschaft gaben, war dennoch von der Bundesregierung öffentlich angekündigt. Sie müssen die Dinge ja koordinieren im Kanzleramt. Passiert das nun oder passiert es nicht? Was gilt? Wir haben es in Afrika mit sehr vielen Ländern zu tun und jedes Land ist eigenspezifisch und besonders. Unser Ziel besteht darin, dass wir diejenigen Menschen, die keinen Schutzanspruch haben, auch zurückführen in die Länder, aus denen sie gekommen sind. Insbesondere dann, wenn sie in Deutschland straffällig geworden sind. Um das zu erreichen, müssen oftmals schwere Hürden überwunden werden. Wir sind im letzten Jahr viel besser geworden, als wir waren. Aber es gibt auch Fälle, wo die Verfahren nach wie vor zu lange dauern. Und die wollen wir beschleunigen. Das wollen wir tun durch ein Bündel an Maßnahmen, vor allen Dingen im Bereich der Zusammenarbeit. Und wir haben dort große Fortschritte erreicht. Das, was Thomas de Maizière und Heiko Maas zum Ausdruck gebracht haben, war allerdings, wenn es mit allen positiven Hilfsangeboten nicht möglich ist und nicht funktioniert, dann muss man natürlich alle Instrumente betrachten, die in Frage kommen. Aber der Ansatz ist, Afrika zu helfen und die Fluchtursachen dadurch zu bekämpfen, dass man diesen Ländern bei ihrer Entwicklung hilft. Dann war das nicht nur eine Beruhigungspille für die Bevölkerung, weil es auch gut klingt, aber dann eigentlich gar nicht passiert? Nein, es war ein
selbstverständlicher Anspruch der mit der Sicherheit dieses Landes befassten Minister. Und umgekehrt hat Gerd Müller recht, wenn er sagt, wir dürfen nicht nur ein Thema im Auge haben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass der afrikanische Kontinent eine Entwicklungsperspektive hat und dass die vielen jungen Menschen, die dort geboren wurden und immer noch geboren werden, dass die eine Möglichkeit haben, ihr Leben aus eigener Kraft zu gestalten. Beides gehört zusammen. Noch mal einmal zur Klärung die Frage, muss Tunesien damit rechnen, dass Entwicklungshilfe gekürzt wird oder nicht? Im Fall Amri hat die Zusammenarbeit ja am Ende funktioniert. Sie hätte nur schneller vielleicht funktionieren können. Und deshalb setzen wir darauf, dass wir auch mit Tunesien, mit Algerien, mit Marokko diese Fragen einvernehmlich lösen. Und das bedeutet im Übrigen, dass es auch gut wäre, wenn in Deutschland selbst einmal eine politische Mehrheit im Deutschen Bundesrat diese Länder als sichere Herkunftsländer einstufen würde. Dann würden wir auch diesen drei Ländern helfen. Ein Hinweis an die Grünen zum Schluss noch. Einmal globaler gesehen, Herr Altmaier, wenn man sich die Flüchtlingspolitik in Europa anguckt, dann ist sie wirklich ein Beispiel dafür, dass Europa nicht zusammenarbeitet. Glauben Sie, dass mit dem US-Präsidenten Trump da jetzt eher noch sozusagen tiefer der Keil hineingetragen wird in die zerstrittenen europäischen Länder? Ich glaube, dass Europa aufgrund seiner Werte zusammengearbeitet hat, aber nicht so intensiv und nicht so schnell, wie es notwendig gewesen wäre. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Asylsystem, an dem Schutz der Außengrenzen. Und eines ist richtig. Wenn wir mit einer neuen Administration in Washington auf Augenhöhe verhandeln wollen, dann muss Europa dies aus eigener Stärke tun. Und deshalb müssen wir überall dort, wo wir Defizite haben, in den nächsten Monaten besser werden. Und das ist und zwar nicht besser, nur schneller als später. Die Flüchtlingspolitik. Danke für den Besuch im Studio. Danke. Vielen Dank, Peter Altmaier. Beseelt. Positiven Hilfsangeboten nicht möglich ist und nicht funktioniert, dann muss man natürlich alle Instrumente betrachten, die in Frage kommen. Aber der Ansatz ist, Afrika zu helfen und die Fluchtursachen dadurch zu bekämpfen, dass man diesen Ländern bei ihrer Entwicklung hilft. Dann war das nicht nur eine Beruhigungspille für die Bevölkerung, weil es auch gut klingt, aber dann eigentlich gar nicht passiert? Nein, es war ein selbstverständlicher Anspruch der mit der Sicherheit dieses Landes befassten Minister. Und umgekehrt hat Gerd Müller recht, wenn er sagt, wir dürfen nicht nur ein Thema im Auge haben, sondern wir müssen dafür sorgen, dass der afrikanische Kontinent eine Entwicklungsperspektive hat und dass die vielen jungen Menschen, die dort geboren wurden und immer noch geboren werden, dass die eine Möglichkeit haben, ihr Leben aus eigener Kraft zu gestalten. Beides gehört zusammen. Noch mal einmal zur Klärung die Frage, muss Tunesien damit rechnen, dass Entwicklungshilfe gekürzt wird oder nicht? Im Fall Amri hat die Zusammenarbeit ja am Ende funktioniert. Sie hätte nur schneller vielleicht funktionieren können. Und deshalb setzen wir darauf, dass wir auch mit Tunesien, mit Algerien, mit Marokko diese Fragen einvernehmlich lösen. Und das bedeutet im Übrigen, dass es auch gut wäre, wenn in Deutschland selbst einmal eine politische Mehrheit im Deutschen Bundesrat diese Länder als sichere Herkunftsländer einstufen würde. Dann würden wir auch diesen drei Ländern helfen. Ein Hinweis an die Grünen zum Schluss noch. Einmal globaler gesehen, Herr Altmaier, wenn man sich die Flüchtlingspolitik in Europa anguckt, dann ist sie wirklich ein Beispiel dafür, dass Europa nicht zusammenarbeitet. Glauben Sie, dass mit dem US-Präsidenten Trump da jetzt eher noch sozusagen tiefer der Keil hineingetragen wird in die zerstrittenen europäischen Länder? Ich glaube, dass Europa aufgrund seiner Werte zusammengearbeitet hat, aber nicht so intensiv und nicht so schnell, wie es notwendig gewesen wäre. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Asylsystem, an dem Schutz der Außengrenzen. Und eines ist richtig. Wenn wir mit einer neuen Administration in Washington auf Augenhöhe verhandeln wollen, dann muss Europa dies aus eigener Stärke tun. Und deshalb müssen wir überall dort, wo wir Defizite haben, in den nächsten Monaten besser werden. Und das ist und zwar nicht besser, nur schneller als später. Die Flüchtlingspolitik. Danke für den Besuch im Studio. Danke. Vielen Dank, Peter Altmaier. Beseelt vom Vorbild Donald Trump und seinem nationalistischen Pathos zeigten sich gestern in Koblenz die Anführer der zumeist rechtspopulistischen Parteien im Europaparlament, darunter AfD-Chefin Frauke Petry. Eine Art Wahlkampfauftakt sollte es werden für die anstehenden Wahlen in Holland, Frankreich und in Deutschland. Ein symbolträchtiger Schulterschluss der Antieuropäer, politische Differenzen im Detail. Egal. Das allerdings passt den anderen in der AfD-Führungsspitze nicht und schon gar nicht der demonstrative Anspruch von Frau Petry, in der Partei die Nummer eins zu sein. Der Kampf um Kurs und Köpfe ist neu entbrannt, berichtet David Geppert. Es ist eine Art Internationale der Nationalisten und Antieuropäer, die die AfD-Chefin Petry feierlich in ihren Schoß aufnimmt.
Minuten. Terrorismus bekämpfen und er möchte zum Frieden in der Ost beitragen. Ich finde, wir sollten ihn hier beim Wort nehmen. Wir haben ja auch den Experten gehört, der sagt, noch ist er möglicherweise formbar, also schnell hinfahren. Allerdings hat jetzt erstmal Theresa May aus Großbritannien eine Einladung bekommen. Wann fährt die Bundeskanzlerin hin, Angela Merkel? Gibt es da Termine? Gab es Telefonate? Womöglich? Über solche Fragen sollte man in der Öffentlichkeit weniger diskutieren, sondern sich auf das vorbereiten. Im Augenblick steht noch nicht einmal fest, wer der nächste amerikanische Botschafter in Deutschland sein wird. Für die Bundeskanzlerin ist das jetzt der dritte amerikanische Präsident nach George W. Bush, nach Barack Obama, jetzt Donald Trump. Und wir haben in allen Fällen die gebotene Vorsicht beachtet. Wir haben sehr genau hingeschaut und dann haben wir die Initiativen ergriffen zur Zusammenarbeit, die im deutschen, europäischen und amerikanischen Interesse richtig sind. Herr Altmaier, bis hierher vielen Dank. Wir wollen noch über ein anderes Thema sprechen. Dass in einer globalisierten Welt alles mit allem zusammenhängt, ist eine Erkenntnis, auf die Donald Trump offenkundig wenig gibt. Auch hier in Europa hat sie nicht gerade Konjunktur im Moment. Das zeigt die Flüchtlingspolitik, in der viele auf Abschottung setzen wollen. Anders der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller, der diese Woche nicht weniger als einen Marshallplan mit Afrika vorgelegt hat. Der Ansatz, eine moderne Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika, wird am Ende auch die Zahl der Flüchtlinge nach Europa klein halten. Ob es funktioniert, ist unsicher. Die Probleme zeigten sich zuletzt auch im Streit mit Tunesien um die Rückführung von Flüchtlingen. Da tun sich Widersprüche auf, stellt Wolf Schmiesefest. Hierin stecken 3 Jahre Arbeit. Nichts weniger als ein Plan zur Rettung Afrikas. Merkels Minister für Entwicklung ist auf dem Weg in den Ausschuss, um das Vorhaben vorzustellen. Dramatisch schon der Titel: Marshallplan mit Afrika. Groß auch die Forderungen: wirklich fairer und freier Handel, einen eigenen Sitz im Weltsicherheitsrat sowie ein eigens zuständiger EU-Kommissar für Afrika. Der Blick auf Afrika muss sich bei uns in Deutschland, in Europa diametral ändern. Wir müssen in einer ganz neuen Dimension die Zusammenarbeit suchen. Denn investieren wir nicht dort, kommen die Probleme zu uns. Um Fluchtursachen zu bekämpfen, hat die Kanzlerin 2017 zum Afrika-Jahr erkoren und sie hat Afrika als Schwerpunkt ihres G20-Gipfels geplant. Doch dann kam dieser Afrikaner dazwischen. Der Attentäter von Berlin war ein Tunesier, der längst hätte abgeschoben sein sollen. Nach dem Anschlag wurden Konsequenzen gefordert, auch für Merkels Afrika-Politik. Sollten Herkunftsländer bei der Rücknahme ihrer Landsleute nicht spuren, dann müssten... Aber auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte. Das hat aber die Kanzlerin auch gegenüber Herrn Trump deutlich gesagt und das ist unsere Richtschnur. Aber vorerst heißt also die Strategie abwarten erstmal? Ja, wir haben deutlich gemacht, dass wir zur Zusammenarbeit bereit sind im Interesse der Menschen in Deutschland, in den USA und in vielen anderen Teilen in der Welt, weil diese Welt nur funktionieren kann, wenn die Mächtigen und die Verantwortlichen zusammenarbeiten. Isolationismus wäre aus deutscher Sicht keine Antwort für unser Land, weil wir unsere Interessen dann am besten vertreten können, wenn wir Freunde, Verbündete und Partner haben. Und das gilt für die Briten, für die Franzosen, für die Italiener und ganz sicherlich auch für unsere amerikanischen Freunde. Die Frage ist nur, wie weit der Wille zur Zusammenarbeit eigentlich da ist. Ist Trump nicht eher mit einer Haltung unterwegs, was könnt ihr mir bieten? Ja, aber wir werden nun einmal sehen müssen, was seine konkreten Positionierungen in der Sache sind. Donald Trump hat im Wahlkampf deutlich gemacht, dass er Freihandelsabkommen nicht besonders schätzt. Das hat er in Deutschland mit den Grünen und den Linken gemein, die ebenfalls gegen TTIP zu Felde gezogen sind. Wir glauben, dass diese Welt dann sicherer und besser ist, wenn wir wirtschaftlich, sicherheitspolitisch in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zusammenarbeiten. Und in dem Punkt hat übrigens Trump ganz deutlich gesagt, er möchte den islamistischen Terrorismus bekämpfen und er möchte zum Frieden in der Ost beitragen. Ich finde, wir sollten ihn hier beim Wort nehmen. Wir haben ja auch den Experten gehört, der sagt, noch ist er möglicherweise formbar, also schnell hinfahren. Allerdings hat jetzt erstmal Theresa May aus Großbritannien eine Einladung bekommen. Wann fährt die Bundeskanzlerin hin, Angela Merkel? Gibt es da Termine? Gab es Telefonate? Womöglich? Über solche Fragen sollte man in der Öffentlichkeit weniger diskutieren, sondern sich auf das vorbereiten. Im Augenblick steht noch nicht einmal fest, wer der nächste amerikanische Botschafter in Deutschland sein wird. Für die Bundeskanzlerin ist das jetzt der dritte
amerikanische Präsident, nach George W. Bush, nach Barack Obama, jetzt Donald Trump. Und wir haben in allen Fällen die gebotene Vorsicht beachtet. Wir haben sehr genau hingeschaut. Und dann haben wir die Initiativen ergriffen zur Zusammenarbeit, die im deutschen, europäischen und amerikanischen Interesse richtig sind. Herr Altmaier, bis hierher vielen Dank. Wir wollen noch über ein anderes Thema sprechen. Dass in einer globalisierten Welt alles mit allem zusammenhängt, ist eine Erkenntnis, auf die Donald Trump offenkundig wenig gibt. Auch hier in Europa hat sie nicht gerade Konjunktur im Moment. Das zeigt die Flüchtlingspolitik, in der viele auf Abschottung setzen wollen. Anders der deutsche Entwicklungsminister Gerhard Müller, der diese Woche nicht weniger als einen Marshallplan mit Afrika vorgelegt hat. Der Ansatz, eine moderne Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika, wird am Ende auch die Zahl der Flüchtlinge nach Europa klein halten. Ob es funktioniert, ist unsicher. Die Probleme zeigten sich zuletzt auch im Streit mit Tunesien um die Rückführung von Flüchtlingen. Da tun sich Widersprüche auf, stellt Wolf Schmiesefest. Ein Mahnmal gesprochen, sondern von einem Mahnmal unserer Schande. Und von daher ist es nicht doppeldeutig, es ist völlig eindeutig. Insofern kann ich überhaupt nicht finden, dass er irgendeinen Fehler gemacht hat. Viele Sachen kann man unter dem Dach der AfD vereinen, ganz bestimmt eine ganz große Breite. Aber es gibt einige Dinge, die eben nicht zur AfD gehören. Und dazu zählt diese Rede insgesamt betrachtet. Auch sie kritisiert Höcke, doch während Petri sich als rechtsstaatliches Gewissen der Partei gibt, macht sie Abstriche beim Thema Pressefreiheit, die in Koblenz recht ungewöhnlich interpretiert wird. Keine Fotos. Ausladung auf Twitter. Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen, der FAZ, des Spiegels und des Handelsblatts etwa, wird teilweise der Zugang zum Saal verweigert. Konsequenz mit einigen Kollegen von Zeitungen wie zum Beispiel dem Spiegel oder auch einzelnen Kollegen der FAZ nicht mehr zu sprechen, sind Erfahrungen aus sehr schlechten Begegnungen, die meistens damit enden, dass die AfD auch ungerechtfertigt in der Öffentlichkeit steht. Ich halte es für unklug, weil es doch letztlich darum auch geht, ein vernünftiges Verhältnis mit den Medien aufzubauen. Dass kritisch berichtet werden muss und soll, ist außer Frage. Chaostage in der AfD. Während Petri mit Wilders, Le Pen und Co. Geschlossenheit inszeniert, streitet die Partei intern um Positionen, Personalien und die Einstellung zur Pressefreiheit. Und zum Schluss noch diese Meldung der Woche. Der Flughafen BER wird auch in diesem Jahr nicht eröffnet. Die Kanzlerin aus Berlin sieht's wie immer gelassen und zieht zu Besuch in Köln den Vergleich mit einem Gebäude, dessen Bau am Ende 632 Jahre dauerte. Berlin-Direktor, tschüss. Ich bin seit Anfang der 90er Jahre, damals war ich in Bonn, daran gewöhnt, dass der Kölner Ring nie fertig ist. Das ist vielleicht das Gleiche wie mit dem Kölner Dom, aber nichtsdestotrotz könnte er fertiger sein, als er fertig ist. Und das. Trump, seit Freitag der 45. Präsident der USA. Im Grunde war das eine aggressive Trump-Rede, genau wie aus dem Wahlkampf. Und es war eine, die wirklich so ohne Zögern auf die nationalistischen Töne gesetzt hat, auf diese Form von Robustheit, die man eigentlich in so einer Rede nicht erwartet hat. Der mächtigste Mann der Welt sieht sich als Vollstrecker von Volkeswille, ein Volkstribun. Einer, der der althergebrachten Politikerklasse den Kampf ansagt. Das Parlament als Quasselbude zu bezeichnen oder von Systemparteien zu reden, dann sind sie in der politischen Rhetorik der Konservativen und der Reaktionäre in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der meint es wirklich ernst und ich glaube, wir müssen uns warm anziehen. Seht her, hier bin ich angetreten, die Welt zu verändern. Make America great again. Amerika soll wieder groß werden und Amerika zuerst. Das ist seine Botschaft, seine Devise, sein Mantra. So hat noch kein Präsident in einer Antrittsrede provoziert wie Donald Trump. Seit Freitag der 45. Präsident der USA. Im Grunde war das eine aggressive Trump-Rede, genau wie aus dem Wahlkampf. Und es war eine, die wirklich so ohne Zögern auf die nationalistischen Töne gesetzt hat, auf diese Form von Robustheit, die man eigentlich in so einer Rede nicht erwartet hat.
Der mächtigste Mann der Welt sieht sich als Vollstrecker von Volkes Wille, ein Volkstribun. Einer, der der althergebrachten Politikerklasse den Kampf ansagt. Das Parlament als Quasselbude zu bezeichnen oder von Systemparteien zu reden, dann sind sie in der politischen Rhetorik der Konservativen und der Reaktionäre in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der meint es wirklich ernst und ich glaube, wir müssen uns warm anziehen. Wirtschaftlich droht Trump Unternehmen mit Strafzöllen, sollten sie nicht in den USA produzieren. Internationale Handelsabkommen, zum Beispiel mit der EU, lehnt er ab. Wenn America first ist, dann ist Europe maximal second oder third. Das heißt, Europa muss erwachsen werden. Obwohl die US-Wirtschaft läuft und der Arbeitsmarkt boomt, malt Trump wirtschaftspolitisch den Teufel an die Wand, spricht vom Niedergang und verspricht abertausende Jobs, vor allem für den einfachen Arbeiter in althergebrachten Industriebereichen. Hier Donald Trump als Wirtschaftsführer des Landes Amerika, der das Land wieder great machen wird, der wird wahrscheinlich sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Auch in der Außenpolitik gilt natürlich America first. Trump will den Kampf gegen den Terror verstärken, die US-Militärpräsenz in den Bündnissen aber drastisch reduzieren. Die NATO findet, er braucht es nicht. Wer amerikanischen Schutz will, soll dafür zahlen. Selbst wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sind Kompromisse, sind Möglichkeiten immer dann am besten zu finden, wenn man eben in Respekt miteinander sich austauscht. Die Kanzlerin schlägt versöhnliche Töne an. Jetzt ist vor allem diplomatisches Geschick gefragt. Wie also umgehen mit einem amerikanischen Präsidenten, der so gar nicht berechenbar scheint, der so gar nicht im bislang bekannte Präsidentenmuster passt? So schnell wie möglich hin und ran und an sein Umfeld und am besten an ihn persönlich, um ihn, der ja formbar auch ist, der von vielen Themen keine Ahnung hat und sich auch noch keine Meinung gebildet hat, da jetzt ranzugehen und zu sagen, hier ist unsere Version und ihm versuchen, das Weltbild nahezubringen, in dem wir uns befinden. Seit gut 48 Stunden ist Donald Trump in Amt und Würden.